Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Omen mit Shadow. Und ich werde eiskalt direkt in die Schlacht einsteigen. Hier haben wir diesmal ein paar Untote, die einen heiligen Wächterstein hier angreifen, verunstalten. Der Zauberer haut ein paar Sprüche drauf. Und wir müssen das Viech erledigen. Was heißt das Viech? Alle Viecher. Hier ist so ein scheiß Flammenkatapult. Das müssen wir natürlich auch erstmal loswerden. Wir haben den Vorteil, wir sind auf einer so einen Anhöhe. Direkt zu Startbeginn. Und schauen wir mal, wie wir das nützen können. Zum Wohle der Welt. Gegner kommen meistens von hier hinten. Also entweder hier rum oder dort oben rum. Gehe ich mal davon aus. Wir haben hier diese Waldelfentruppe als Pflicht. Die können wir nicht hier einfach wieder zurücktun, die müssen wir einsetzen. Zumindest auf dem Feld haben. So, wie positioniere ich mich am besten? Warum sehe ich das Katapult jetzt nicht mehr? Ich möchte nämlich das Katapult zerstören. Wenn dieses Katapult nämlich zerstört ist... Wo war denn das nochmal? Verflucht! Da ist es. Wenn es zerstört ist, wird das Spiel um einiges leichter. Kann die Kanone da drauf schießen? Ja. Tja, dann. Stelle ich mich hier hinten mal auf und versuche. Ja, ich versuche erstmal hier die zu stören. Geht das auch mit der Kanone von dem Punkt aus? Ja. Geht das auch mit den Armbrustschützen? Nein. Alles klar. Dann geht es halt nicht mit den Armbrustschützen. So. Hier und da. Was mache ich mit denen? Die können da hinten stehen bleiben. Schön, die Oger hier mit ihren Blitzen sollen ein bisschen Erfahrung sammeln. Was hat der Zauberer denn für Zauber? Okay. Ja, die sind brauchbar. Unsere Infanterie, die achtet mal hier auf die Flanke. Will ich einen mobilen Zauber? Na, der kann sich zur Not raus teleportieren. Oder, ich weiß jetzt nicht, will ich hier mit den Armbrustschützen auch nach da drüben schießen? Das wird, glaube ich, zu knapp werden. Die können da nicht viel... Ich denke, die Flanke wird komplett von meinen Einheiten hier schön flagellanten. Die sollen da aufräumen und die Infanterie noch. Das müsste reichen. Wie viele Einheiten haben wir? 10 Stück schon. Okay, können gar nicht mehr. Hier könnt ihr Gralsritter nehmen, aber... Die verlassen uns wieder, also brauche ich die auch nicht. Vorerst. Zumindest opfern will ich sie nicht, die sind zu teuer. Ich hätte noch gerne die Kavallerie da drüben, aber... Kein Platz. Außer ich tausche hier ein bisschen die Plätze aus. Dann können die, falls von hier vorne Probleme kommen, eingreifen und sich opfern. Ich glaube, die bleiben sowieso los. Den Kampf hier und wir haben hier den tollen Zauberstab jetzt. Hatten wir den schon davor? Ich weiß es nicht mehr. Durch die Hitze habe ich eine kleine Pause eingelegt mit dem Aufnehmen. So. Ich habe schon wieder so gesagt. Egal. Ja. Anvisieren und... Spaß beginnen, würde ich sagen. Gut. Feuer! Feuer!
Sie entweihen den heiligen Stein. Haltet sie auf! Hier, da sieht man der Magier, der will's wissen. Was auch immer der da bezweckt. Oh, das war ganz knapp. Jetzt hätte ich schon gedacht, der zu daneben schießen. Der Mörser ist, glaube ich, außerhalb der Reichweite. Das ist blöd. Ich sollte dir ein bisschen so hinstellen. Na? Oh! Ich habe hier die Zombies getroffen. Und jetzt... Ja, jetzt wollen sie es wissen. Ziel zugewiesen. Feind gesichtet. Zombie, Streitwagen. Streitwagen ist ganz böse. Streitwagen mag ich nicht. Streitwagen kann man aber... Komm näher. Der Streitwagen wird hier durch Magie. Der bekommt es mit der Magie zu tun. Komm, trefft ihn. Oh. Unwirksam. Helft uns! Helft uns! Ja, die gehen drauf. Angriff. Ziel vernichtet. Zu den Waffen! Zum Angriff! Wir fürchten den Feind! Alles klar. Das war schön. Feind gesichtet. Das war auch schön. Feind vernichtet. In den Kampf! Da drüben kommen Bogenschützen. Zum Angriff! Können wir hier... Oh. Feuer! Na, vielleicht wird es was. Aber hier kommt... Feind gesichtet. Alles klar. Feind vernichtet. Wir haben viele Infanterie verloren, das ist natürlich nicht schön. Aber das macht nicht viel. Wir sind reich. Muhaha. Die da, was machen wir mit denen? Greifen wir die mit hier Bogen? Ziel zugewiesen. Ambus, meine ich. Ein paar Blitzen. Und schon erledigt. Ziel vernichtet. Kommen die näher? Die kommen näher. Das mag ich nicht. Die sollen nicht näher kommen. Ziel zugewiesen. Man könnte sie volltreffen mit dem Mörser. Feind gesichtet. Oh. Aha, alles klar. Hier, Kanone. Ziel zugewiesen. Feind gesichtet. Was, wo werden noch mehr? Feuer! Noch mehr Bogenschützen. Halleluja. Feuer! Wir wollen es aber wissen. Kann ich die irgendwie angucken? Oh, ich kann die aus der Entfernung jetzt angucken. Nee, die sollen nicht auf mich schießen. Wir werden beschossen! Ja. Helft uns! Ein bisschen langsam. Ziel zugesetzt. Feuer! Feuer einstellen! Feind gesichtet. Da kommt der nächste Streitwagen. Ja, die haben ja hier... Das hört man Ziel gerne. Vernichtet.
Ziel zugewiesen. Feuer! Wir sind voll mit Magie. Und ich bin gewillt, die auch einzusetzen. Zum Beispiel hier. Zum Angriff! Diamilor! In den Kampf! Ziel vernichtet! Alles klar! Legt sie nieder! Bis zum Tode! Länger! Nee, die... Nein! Versucht! Jetzt! Schönes tun hier und sich abschlachten lassen. Feind gesichtet. Was? Mehr! Bis zum Tode! Ziel zugewiesen. Feuer! Ziel zugewiesen. Ja. Vorwärts! Vorwärts! Das war das. Okay, okay. Wut? Wie habe ich die denn erwischt? Sehr schön. Feind gesichtet. Noch mehr Zombies. Sag mal, da muss irgendwo ein Nest sein. Ziel zugewiesen. Was? Da kommen noch mehr Zombies. Feuer! Ziel zugewiesen. Oh. Feuer! Ich würde sagen, ich halte die hier. Okay. Feuer! Dann halt so. Auch ein Blinder ist gut im Treffen. Das war Spaß. Feuer! Puh. Gut. Ziel vernichtet. Oh. Vorwärts! Die leben noch. Ah, und ich habe zu wenig Magie. Vorwärts! Aber das ist gut. Hier, die kommen nicht da drüber. Dann... Vielleicht kommen wir da drüber. Jawohl, Sir. Das ist recht nah. Könnte. Könnte oder könnte nicht. Das ist die Jawohl, Frage. Sir. Ach ja, die Kanone kann derweil versuchen, jawohl, hier Sir. Hinten das Katapult. Feuer! Ja! Ja! Aber was getroffen. Sind wir glücklich. Komm, Uwe. Ja! Da sind sie! Da waren sie! Ja! Ich gehe jetzt davon aus, dass es außer dem Teil nichts mehr gibt. Habe ich von denen schon mal einen erledigt? Nein, das... Oder? Ja, doch. Hab schon mal einen getroffen. Also entweder ich könnte jetzt auf Geduld spielen. Oder... ich könnte einfach ja, mal ausprobieren. Ich soll nur schnell sein. Feuer einstellen! Ja, Milord.
Wir gehen da einfach hier einen kleinen Umweg. Ah, war das ein Treffer? Nein. War kein Treffer. Ja, Milord. Töre! Jawohl, Sir. Vielleicht kriegen die diesmal ein Level, das wäre geil. Oh! Feind gesichtet. Oh. Wow! Jawohl, Sir. Zum Angriff! Fluch, das habe ich gar nicht gesehen. Vorwärts! Was extrem ärgerlich ist. Vorwärts! Zu den Waffen! Ja. Dreht euch wegen um. Die schießen gleich. Zum Angriff! Jawohl, Sir. In den Kampf! Nein. Zum Angriff! Auf geht's! Wenn die Kanone die nicht trifft, dann... Das war... Feuer einstellen! Ja. Die Oger machen das schon. Ja, Boss! Flucht, ich hätte die Welle nicht gesehen. Auf geht's! Oder die kümmern sich da drüben um die. Oh nein! Ja, Boss! Wenn er wieder schießt, muss ich losrennen. Auf geht's! Spannung pur. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Auf geht's! Auf geht's! Blitz, blitz! Game over! War ein guter Kampf! For sure! Alles klar. Der Versuch der Untoten in den Wald einzudringen wurde vereitelt. 2500 aufgerundet. An Gold. Und hier haben wir einiges an Erfahrung wieder bekommen. Minenwerfer natürlich am meisten. Jeder ein bisschen. Ach, meine Infanterie. Hoffnungslos. Aber sie hat ein Level up. Yes! Nein, die Oger noch nicht. Ganz knappe Sache. Sonst noch wer? War der Mercer schon auf Level 3? Ja. Alles auffüllen. Wir haben 1800 Verlust. Kostet's ungefähr. 2500 bekommen. Heißt, wir haben einen schönen Gewinn gemacht. Weiter mit dem Text. König Orion! Hauptmann Bernhard kommt, um die Kunde zu erfahren, die ihr versprochen habt. Du bist ein willkommener Gast, Hauptmann. Ich bin froh, dass du meinem Rufe gefolgt bist. Ja, welche Nachrichten haben Sie? Ich wurde unterrichtet, dass du König Leoncoeur um Informationen ersucht hast, aber mit wenig Erfolg. Das ist wahr. Der König wünschte nicht, das beschämende Geheimnis der schwarzen Gralsritter zu enthüllen. Der Gralsritter, die aus ihren Gräbern erweckt und dazu verleitet wurden, dem Dread King zu dienen. Bretonia ist sehr stolz auf die Reinheit und Ehre seiner Gralsritter. Kein Herrscher Bretonias würde es wünschen, dass die Kunde über im Dienst unheiliger Kräfte stehender schwarzer Gralsritter in anderen Ländern verbreitet wird. Schwarze Gralsritter, das ist eine blasphemische Schöpfung. Die zur Ruhe gebetteten Gralsritter haben Besseres verdient, als durch das Böse erweckt und zu Spottbildern ihrer selbst verwandelt zu werden. Sie bilden eine ungeheure Gefahr für alle lebenden Wesen. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du finden kannst, um gegen die schwarzen Gralsritter anzutreten. Ich werde dir anbieten, was ich kann. Ein Regiment der allerbesten Schützen. Hier ist Galet, den du wahrscheinlich kennst. Schön, dich zu treffen, Morgan. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Und ich fühle mich geehrt, mich wiederum deinen Streitkräften anzuschließen. Ich bin froh, dass du mit mir kommst, Galet. Wie lange wirst du bei meiner Armee bleiben? Bis zum bitteren oder sonstigen Ende. Das Ende ist vielleicht gar nicht weit weg. Wir gehen nach Mousillon, mein Freund.
Möge die Macht des Guten dich durch die Pfade der Finsternis geleiten, Hauptmann Bernhard. Auf Wiedersehen, König Orion. Ja, Meister Jedi. Morgen, ein Baummensch erbittet deine Hilfe, um Kräfte der Toten am Betreten des Waldes sowie daran zu hindern, dass sie den Geist des Waldes entweihen. Hör mal, Morgan, ich liebe Bäume wie meinen Nächsten, aber wir haben Wichtigeres zu tun. Während wir unsere Zeit verschwenden, wird in Moussillon die Hölle losbrechen. Hier haben wir mal ein Problem. Entweder wir helfen ihnen oder wir gehen weiter. Okay, das Problem hatten wir schon öfter mal in diesem Spiel. Allerdings, diesmal, wenn wir bleiben, verlieren wir ein mächtiges Artefakt. Weil wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir in eine ziemlich knifflige Schlacht, in der ein geiles Item wartet. Morgan, der Baummensch braucht unsere Hilfe. Und deswegen, wirst du ihm helfen? Und deswegen gehen wir einfach weiter und helfen nicht dem Baummensch. Der sieht furchteinflößend genug aus. Der kann die Untoten schon killen. Du hast wie gewöhnlich recht, Klaus. Der Baummensch soll seine eigenen Schlachten schlagen. Wir machen mit der Mission weiter. Die Untoten kommen näher. Vielleicht können wir ihnen ausweichen morgen. Niemals. Attacke! Niemals. Wir vernichten alles. Aber vorher schauen wir mal unsere neuen Einheiten überhaupt an hier. Habe ich ja ganz vergessen. Denen geben wir übrigens auch hier diesen schönen Schild. Damit die hier anstatt den Armbrustschützen ein bisschen leveln können. Die Bogenschützen der Waldelfen. Diese großen, beweglichen Krieger sind mit starken, langen Bögen bewaffnet. Sie sind ausgezeichnete Bogenschützen und ihre Bögen haben eine große Reichweite. Sie sind schnell zu Fuß, schwieriges Gelände hält sie nicht auf und im Nahkampf sind sie ebenso gut wie andere Elfen. Diese Truppen tragen nur leichte Rüstung in der Schlacht, da Schwere sie zu stark behindern würden. Waldelfen werden von Goblins gefürchtet, was ersteren im Kampf einen Vorteil verleiht. Nur die Bogenschützen in den ersten zwei Reihen können schießen, wie bei üblichen Bogenschützen. Eine tolle Einheit, wir haben jetzt unsere eigenen Bogenschützen. Neben den Armbrustschützen auch mal etwas, was im hohen Bogen auf die Gegner runterrasselt. Ja, aber bevor die nächste Schlacht anbricht, werde ich erstmal speichern. Wir sehen uns.